Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Unity. Und wir sind wieder am Start, diesmal von einem anderen Standpunkt aus. Weil ich war hier noch. Oh, was will er denn nur? Meine Güte. Das ist in mein Haus zu kommen, um mir zu drohen. Was gibt dir das Recht dazu? Stimmt. Was wollte ich sagen? Diesmal von einer anderen Position aus, weil ich noch meine Verbrauchs-, also Heiltränke und das alles aufgefüllt habe. Und deswegen starten wir gleich mit der vorletzten Hauptmission der ganzen Sache. Was ist hier? Die Dame kriegt Begleitschutz von Dings hier oder? Was soll das? Ich erhielt deine Nachricht. Was geht vor? Vielleicht haben wir Robespierre zu sehr diskreditiert. Was ist geschehen? Er wurde verhaftet. Was? Er machte vage Drohungen wegen einer Säuberungsaktion gegen Staatsfeinde und das Komitee wendete sich gegen ihn. Sie bringen ihn ins Luxemburg-Gefängnis. Seine Hinrichtung ist mit dem Tyrannen. Dann sollten wir besser schnell zu ihm. Hoch ihr Paris für die Guillotine! Nehmt auf Blut in das Decken der Freiheit! Ja. Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Was zum Teufel? Die waren von der Nationalgarde. Robespierres Eskorte. Verdammt, wenn er entkommen ist. Nur keine Panik jetzt. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist. Elise. Was ist hier geschehen? Wir wurden überfallen. Truppen der Pariser Kommune greifen uns auf den Weg an. Sie wollten die Gefangenen befreien. Haben Sie Robespierre? Ich weiß es nicht. Ich wurde im Kampf verletzt. Sie zogen sich dorthin zurück. Ach. Merci. Geht und sucht euch einen Arzt. Oh. Wenn Sie ihn noch haben, bringen Sie ihn bestimmt ins Luxemburg-Gefängnis. Doch wenn nicht, müssen Sie sich in der Nähe verschanzt haben. Sie kämen nicht weit, wenn sich die halbe Stadt gegen Robespierre auflehnt. Ich gehe zum Gefängnis. Du folgst den Aufständen, sieh, ob du eine Spur findest. Gut. Und das stört hier keinen, dass hier überall. Wo sind Sie hin? Sie sind da entlang. Da hinten! Mörder! Bastard! Tyrann! Denk das Autor! Da ist er! Packt ihn! Halten Sie auf, bis Verstärkung kommt! Ihr seid ein französischer Held, mon ami! Echt jetzt, ich kann den doch fangen, oder? Es ist doch unser Ziel, den Typen zu kriegen.
Halten Sie auf, mit Verstärkung kommt! Ihr seid ein französischer Held, mon ami! Mami, du Weichei! Ja, ich bin dabei. Gott sei Dank seid ihr hier. Die Kommune steht hinter euch. Danke, Sergeant. Eure Treue ist ehrenhaft. Geht besser hinein, Sie. Die Soldaten des Konvents kommen bald. Ja, natürlich. Ich begebe mich in eure fähigen Hände. Es hätte doch gar nicht sein müssen. Ich hätte den dreimal auf dem Weg eingeholt und ihn niedergemacht. Kommune, die sich schuldig machte, den kriminellen Robespierre tatkräftig zu schützen, sich nun in offener Rebellion gegen die Nation befindet. Soldaten unter dem Befehl des Nationalkonvents wurden ausgesandt, um den Verräter Robespierre und seine Gefolgsleute festzunehmen. Die Bürger werden gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen, während die Justiz ihre Pflicht tut. Wir verlautbaren weiterhin, dass die Bürger Robespierre, Henriot und all ihre Verbündeten zu Gesetzlosen erklärt werden. Jeder Bürger, der diesen Kriminellen Hilfe leistet, wird ihr Schicksal auf der Guillotine teilen. Die Revolutionsjustiz wird obsiegen. Sollen da jetzt sein? So, dann gucken wir mal. Also hier in den Abschnitt scheint er nicht zu sein. Komm her, du feiger Bastard! Los! Er kommt gleich zu dir. Da draußen, ich weiß, dass du da bist! Verdammt!
Ist er auch. Wenn der Konvent angreift, halten wir niemals stand. Ach komm. Ey, da war dran. Das kann nicht wahr sein. Zwei drinnen. Der eine läuft, der andere steht da, der andere steht da. Könnte ich gebrauchen. Okay. Verflucht! Ich ließ ja Männer schon vor Stunden rufen. Germain warnte mich vor euch. Ihr seid einer von denen, oder? Ein Assassine. Nun nicht mehr. Wo ist Germain? Elise! Wir haben nicht viel Zeit. Wo ist Germain? Ich werde nie reden. Dann schrei. Der Tempel. Ich hätte es wissen müssen. Dann genießt eure Revolutionsjustiz, Monsieur. Ja.
Greif ihn! Okay, ich war ja einmal im Kampf. Ah, schade. Naja. Okay. Gut, dann haben wir das auch. Sind wir mal irgendwo wieder in nirgendwo? Also wenn ich das sehe, gell, die Karte. Wenn ich die Karte sehe, dann könnte ich durchdrehen. Also da ist noch so viel, die ganzen Kisten, Truhen hier. Also die Karte ist am Endeffekt noch so voll, dass ich nicht mehr sehe. Das müsste ich sein, oder? Ja. Wo ist der Tempel? Ist das nicht hier? Und noch eine gelbe Truhe. Oh, rote Truhen, gelbe Truhen, blaue Truhen. Oder Türkis. Dann was haben wir hier noch? Was wir da lösen? Begleitmission. Spieler maximal ein. Alter. Aber ich habe mir gesagt, ich mache das nicht mehr alles fertig, da bin ich noch ein halbes Jahr dran, ehe ich das alles fertig mache. Die ganzen Truhen einsammle und normalerweise gehört alles dazu. Ich weiß. So, vielleicht machen wir noch eine Nebenmission. Wo ist denn jetzt die Hauptmission? So, in die Richtung. Ach hier. Das ist der Tempel. Okay, also brauche ich nur die Häuser hochzurennen. Am besten auf der anderen Straßenseite. Okay. Dietriche werden vermutlich nicht schlecht. Dann machen wir kurz einen Abstecher hier rüber. Recht schön. Ja. Und dann schauen wir mal. Na, macht schon. Elende Feigling. Ich glaub, ihr bringt mich zum Arno. Ich hab die Kusitus da. Gino,
Scheiß Doria! Wo ist der Händler? Ja. Taverne. So, alles auffüllen. Ja, wollen wir. Natürlich. So, jetzt müssen wir die Dreche wieder voll haben. Ah, da wurde jemand ermordet. Ah, sind wir doch wieder richtig, oder? Ja. Dann begebe ich mich in der nächsten Folge dann dorthin und dann machen wir die abschließende Folge und das letzte Puzzlestück, Sequenz 12, letzte Mission. Ich würde es vorschlagen, dann kommt noch ein Abspann, wer ich in der extra Folge packen, wer es noch gucken möchte. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.